Herzlich willkommen, Gerald Hüther. Vielen Dank. Ja, meine lieben Damen und Herren, das ist schon ein bisschen eine Überraschung für mich. Ich komme immer zweimal nach Österreich, einmal im Frühling und einmal im Herbst und immer eine Woche, um dann überall dort, wo Menschen meinen, das sei hilfreich, wenn ich ein bisschen mit ihnen über bestimmte Themen rede, ein bisschen mit den Menschen zu reden. Und in dem Zusammenhang ist dann auch gefragt worden, ob ich dann vielleicht auch mal nach Feldbach kommen könnte. Herr Ober war derjenige, der das ein bisschen angetrieben hat. Und dann habe ich gedacht, Feldbach, noch nie gehört. Wusste auch gar nicht, wo das liegt. Ich bin so ein neugieriger Mensch, also mich interessieren auch Gegenden, wo ich nicht so immer vorbeikomme. Und dann habe ich gesagt, machen wir, ist in Ordnung. Aber ich muss sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass es hier so viele gibt. Also das ist schon unglaublich. Also man... Man kommt, und jetzt wird es wirklich ernst, wenn in einer Kommune oder in einer Region, wo die ganz am Rand irgendwo liegt und wo auch gar nicht so unendlich viele Leute sind, dann plötzlich so viele Menschen kommen, weil sie an diesem Thema so ein Interesse haben. Ich gehe mal davon aus, dass ein paar auch gekommen sind, weil sie mal gucken wollten, wie ich aussehe. Aber das ist eigentlich nicht das, was die meisten hierher bringen wird. Es ist immerhin ein ganzer Abend, sie müssen die ganze Zeit still sitzen, ich rede hier irgendwas. Also da wird es auch schon so sein, dass sie das interessiert, was ich hier mit Ihnen heute besprechen würde. Und wenn in einer Region so viele Menschen sich auf den Weg machen, um sich gemeinsam mit so einem Thema zu befassen, dann ist das wunderbarste Zeichen dafür, dass wir dabei sind, in einem neuen Zeitalter anzukommen. Das ist ganz unglaublich. Und deshalb bin ich richtig ein bisschen gerührt und dankbar, weil ich schon das Gefühl habe, dass wenn Menschen sich auf den Weg machen und etwas wollen, dass sie das auch hinkriegen. Das Spannende ist, das habe ich heute zum... Habe ich heute zu Ihrem Bürgermeister gesagt, es könnte sein, dass die wirklich innovativsten Entwicklungsprozesse in einer Gesellschaft und auch in Bezug auf das kommunale Zusammenleben und natürlich auch in Bezug auf das Lernen und das, was wir in den Schulen machen, dass die innovativsten Entwicklungen nicht dort stattfinden, wo die meisten Menschen wohnen und wo das so dicht ist und wo man diese Strukturen hat, also wo alles so vorgepresst ist in bestehenden Mustern. Nehmen wir so eine Stadt wie Wolfsburg, wo die ganze Stadt von VW beherrscht wird. Oder auch Wien ist eine wunderschöne Stadt, aber da gibt es so viele Strukturen und da ist das, worüber wir heute reden wollen, oftmals sehr, sehr schwer, weil es gar zu viele unterschiedliche Leute mit ganz unterschiedlichen Interessen gibt und die können sich dann bisweilen nicht so richtig einigen auf das, was sie da gemeinsam wollen, währenddessen sich die großen evolutionären Fortschritte auch in der Biologie niemals in der Mitte ereignet haben, sondern immer am Rand. Und deshalb bin ich gespannt, was wir heute Abend gemeinsam auf den Weg bringen und ob das unter Umständen der Anfang eines Prozesses ist, der dann dazu führt, dass vielleicht in 5 Jahren so die Leute aus ganz Österreich hierher gucken und sagen, was haben denn die gemacht? Die haben da Dinge hinbekommen, die wir schon seit vielen Jahren versuchen und dann wären sie eine Modellregion
für eine, in der eine andere Art von Lernen und von Bildung und von Zusammenleben verwirklicht wird. Und ich bin ein bisschen natürlich auch dankbar, dass ich in eine Zeit hineingeboren bin und dann auch Biologie studiert habe und mich dann spezifisch und insbesondere mit dem Hirn befasst habe, zu einer Zeit, wo auch wirklich was passiert ist. Wo innerhalb so kurzer Zeit, also 20, 30 Jahre, wo ich jetzt mit richtig dabei war, sind da unglaubliche Fortschritte und Erkenntnisse erreicht worden, sodass wir sagen müssen, das ist jetzt auf einmal wirklich ein völlig neues Bild, was wir von uns selbst, vom Lernen und von der Funktionsweise unseres Gehirns haben. Und das bietet auf einmal auch die Möglichkeit, noch mal ganz anders über das alles nachzudenken, was wir bisher immer gemacht haben, ohne dass wir das gewusst haben. Und weil ich weiß, dass die Menschen in diesen Randbereichen immer besonders mutig sind, würde ich jetzt auch gerne heute Abend mit Ihnen weniger in dem Alltagssumpf unseres Bildungssystems herumwühlen, sondern ich würde gerne mit Ihnen Visionen entwickeln und würde mit Ihnen über Ideen nachdenken, wie das, wo wir eigentlich hinwollen mit dieser ganzen Entwicklung und wie wir die dann in einer Region oder in Kommunen, in Schulen und überall dort, wo Menschen etwas lernen, auch umsetzen können. Und dazu habe ich Ihnen zwei Beispiele mitgebracht, die erstmal geeignet sind, völlige Verwirrung in Ihrem Hirn herzustellen. Und das braucht man manchmal, damit es sich hinterher neu ordnet. Das eine ist die Erinnerung an den Weltwirtschaftsgipfel, der im Januar in Davos stattgefunden hat und wo Sie in den Zeitungen dann auch nachlesen konnten, wohin unsere Entwicklung steuert. Und in einer gewissen Weise erleben das ja, wir das ja schon die ganze Zeit. Das heißt, wir sind mittendrin in diesem Prozess, wo alles, was automatisierbar ist, was bisher Menschen getan haben, wenn es denn irgendwie in Algorithmen ausdrückbar ist, auch automatisiert wird. Also was wir kennen aus dem vorigen Jahrhundert ist, dass menschliche Tätigkeiten automatisiert werden und Maschinen gebaut werden, Dampfmaschinen. Und dann ging das alles leichter oder Elektromotoren und was es alles so gab. Jetzt haben wir eine völlig neue Ebene erreicht mit den digitalen Geräten. Jetzt wird nicht mehr das automatisiert, was wir an Handlungen ausführen, sondern jetzt kann man sogar das durch digitale Geräte durchführen lassen, was wir bisher für doch sehr vornehme Aufgaben des menschlichen Geistes betrachtet haben. Es ploppt ein bisschen in diesem Ding. Ist es okay für Sie oder stört nur mich das? Okay, und darf ich noch was machen? Ich möchte gerne mich diese... So, jetzt komme ich Ihnen noch ein Stück näher. So, also das muss ich jetzt alles gar nicht so lange ausführen, aber nehmen wir so was Schönes wie den Orientierungssinn. Da haben wir im Hirn extra so Bereiche, die uns helfen, dass wir uns in der Gegend so zurechtfinden. Und jetzt habe ich aber so ein kleines Gerät, so ein Smartphone, und da mache ich dann Google Maps drauf und da weiß ich, wie ich wohin komme. Also das heißt, mein Gerät kann sich viel besser in der Welt orientieren als ich. Also ich will das jetzt auch, der Kollege, der mich heute hierher begleitet hat und das Auto gefahren hat und den Navi eingeschaltet, der hätte Feldbach möglicherweise nicht gefunden. Der war auch noch nie hier. Aber das ging so perfekt, hat er gesagt, hier rechts abbiegen und da links und dann waren wir halt da. So, das heißt, so etwas Kompliziertes, wie sich in einer Gegend zurechtfinden, können die Maschinen viel besser. Und jetzt wird es immer verrückter.
sich was merken und Wissen ansammeln, können die Maschinen viel besser. Ich gehe auf Google, Wikipedia, gebe irgendwas ein, ruckzuck habe ich das ganze Wissen da. Das heißt, wozu soll ich noch mein Hirn anstrengen und mir da Wissen reintun, wenn das doch überall in den Geräten verfügbar ist? Jetzt wird es noch ein bisschen anspruchsvoller. Die können auch besser Schach spielen als ich. Also inzwischen. Das heißt, das, was ich mal gedacht habe, was unglaublich viel Kreativität braucht und auch menschlichen Geist, Schach spielen, können die auch schon. Lernen können die sowieso. Also ich habe eins, dem diktiere ich da was und am Anfang versteht so gut wie nichts. Und wenn es dann nach einer Woche oder so hinreichend viel kennengelernt hat, wie ich so rede und was ich so sage, dann weiß er, was ich sagen will und dann spreche ich das da rein und dann druckt es zu Hause der Drucker aus. Ich brauche also keine Sekretärin mehr. Und das war das, was die auf dem Weltwirtschaftsgipfel gesagt haben. Das wahrscheinlich 2/3 der Berufe, die wir heute kennen, wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Und alles das, was wir bisher für wichtig gehalten haben, Aneignung von Wissen, Schachspielen, sich was merken, was lernen, können diese blöden Geräte nicht nur auch, sondern sogar besser als wir. Und was macht man denn dann mit all den vielen Menschen in 20 Jahren, die dann gar keinen, deren Berufe es nicht mehr gibt und die auch gar nichts mehr zu tun haben? Und wer von uns, die wir heute leben, würde denn behaupten, er wüsste, worauf das in 20 Jahren dann ankommt? Was also unsere Kinder, die heute in die Schule gehen, in diesen Schulen lernen müssen, damit sie in dieser Welt in 20 Jahren zurechtkommen? Das weiß niemand. Das Einzige, was wir wirklich alle wissen, ist, dass sie sich in dieser Welt, die da auf uns zukommt und die nicht kein Hirngespinst ist, sondern die wir eigentlich schon jetzt halb erleben, dass diese Kinder, die dann erwachsen sein werden, sich in dieser Welt nur dann zurechtfinden, wenn die eine Fähigkeit aus den Schulen mitgebracht haben, die dann sozusagen die allerentscheidendste ist. Und das ist die Freude, die Freude daran, schon wieder was Neues lernen zu dürfen. Lernlust heißt das. Wenn das ein junger Erwachsener hat, diese Freude am eigenen Entdecken und diese Lust am gemeinsamen Gestalten, dann kann sich die Welt verändern, wie sie will, dann geht der immer mit. Dann wird er nicht überrannt von den Entwicklungen dieser Welt, sondern dann bleibt er ein Gestalter. Ein Gestalter dieser Entwicklungen. Deshalb würde das bedeuten, dass es eigentlich nur noch eine einzige Aufgabe gibt für unsere Schulen, wenn wir die Kinder wirklich auf diese Welt vorbereiten wollten. Und die Aufgabe besteht darin, dass keinem einzigen Kind in dieser Schule die Lust am Lernen verloren gehen darf. So einfach ist das. Wir reden dann gleich noch ein bisschen darüber, wie das geht und ob das überhaupt gehen kann. Aber bevor ich Sie so in diese Umsetzung bringe, muss ich Ihnen sozusagen noch eine zweite seelische Erschütterung zumuten. Es gibt nämlich noch ein Ereignis, was mich sehr nachdenklich macht und wo wir auch irgendeine Überlegung anstellen müssen, wie wir denn nun unsere Bildungsprozesse heute gestalten, damit das dann in Zukunft anders wird. Und das ist der Umstand, dass
dass manches von dem, was wir bisher gedacht haben, eben überhaupt nicht stimmt. Und ein Faktum, also eine Sache, die offenbar überhaupt nicht stimmt, ist, dass wir geglaubt haben, dass das Hirn, wenn man dann älter wird, dann anfängt zu degenerieren, dass sich da irgendwelche Klumpen bilden und Ablagerungen und dass man dann am Ende eine Demenz kriegt, weil sich Klumpen und Ablagerungen und Löcher oder degenerierte Bereiche im Hirn ausgebreitet haben. Das ist zunächst erstmal mit unserem heutigen Denken scheint uns das logisch. Das Hirn wird aufgebaut, dann nutzt man es eine Zeit und dann wird man älter und dann nutzt es sich dann so allmählich ab und bei manchen geht das dann auch schneller und dann kriegen sie diese degenerativen Prozesse und dann haben sie halt eine Demenz. Und das macht uns auch ein bisschen Angst, dass das immer mehr Leute werden, weil uns die Ärzte dann auch sagen, dass das ja sozusagen damit zusammenhängt, dass immer mehr Leute immer älter werden und wenn dann immer mehr älter werden, dann gibt es auch immer mehr, die diese Löcher in der Birne haben und dann dement werden. So, und jetzt ist vor ungefähr 5 Jahren eine Studie veröffentlicht worden und die zeigt, dass es Menschen gibt, die haben genauso viele Löcher im Hirn und keine Demenz. Die heißt Nonnenstudie und die hat ein Herr David Snowden in den USA gemacht, an einer Unmenge von Nonnen. Der hatte irgendwie erfahren, dass Menschen, die in einem Kloster sind, das gilt übrigens auch für Mönche, nicht so oft krank werden, selten diese chronischen Erkrankungen haben, die wir so haben, diese Zivilisationskrankheiten. Und die schien ihm auch so, als hätten die seltener Demenzen. Und daraufhin hat er sich in den USA eine Äbtissin gesucht, die hatte so viele Klöster unter sich und mit der hat er ausgemacht, dass er jedes Jahr im Herbst oder so vor Weihnachten mal vorbeikommen darf und den Demenztest mit den vielen Nonnen machen darf. Die waren damals alle schon über 70. Dann ist er jedes Jahr hin, hat den Demenztest gemacht, also auch den man hier in Graz oder in den Demenzkliniken macht, der ist international Standard und hat eigentlich keine gefunden, die so eine richtige Demenz entwickelt hat. Und dann hatte der noch was mit dieser Äbtissin ausgemacht, nämlich, dass wenn sie dann gestorben sind, dass er so eine Scheibe, also eine Autopsie und dann, dass er dann einfach nachgucken kann an histologische Schnitten, wie das Hirn aussieht. So, und wie man das auch normalerweise machen muss, um zu gucken, ob das wirklich eine Demenz ist. Und dann hat er festgestellt, dass diese Nonnen genauso oft zerfressene Hirne haben wie die Normalbevölkerung. Genauso schlimm. Es waren welche dabei, die sahen, da sah das Hirn aus wie das von der Frau, die Alois Alzheimer Anfang letzten Jahrhunderts untersucht hatte. Das heißt, ein hoffnungslos zerfressenes Hirn und keine Demenz. Das heißt, da stimmt was nicht an unserem Weltbild. Das heißt, da muss es ja irgendetwas geben, was dazu führt, dass obwohl einem das halbe Hirn wegschrumpelt, trotzdem die Leistungsfähigkeit des Hirns erhalten bleibt. Und das können Sie jetzt mit den alten Weltbildern nicht mehr erklären. Da brauchen Sie ein neues Denken. Und dieses neue Denken bringt jetzt die Neurobiologie aus ihren Erkenntnissen mit. Und der Schlüssel zum Verständnis dieser sogenannten Nonnenstudie heißt, das menschliche Hirn ist bis ins hohe Alter nicht nur lernfähig, sondern auch umbaufähig. Da kann immer wieder auch was aufgebaut werden. Da kann bis ins hohe Alter ein neues Netzwerk gemacht werden. Und wenn da was wegschrumpelt,
dann kann das auch an einer anderen Stelle auf eine andere Art und Weise ersetzt werden. Das nennt man Neuroplastizität. Und was man in dieser Nonnenstudie sieht, ist, dass bei diesen Nonnen genauso viel wegschrumpelt wie bei uns auch. Das heißt, das Wegschrumpeln scheint ein natürlicher Prozess zu sein, gegen den man wenig machen kann. Das hängt damit zusammen, dass die Durchblutung schlecht wird, dass Gefäßversorgung nicht mehr klappt und was noch alles. Dass aber im Gegensatz zu uns die Nonnen in der Lage sind, ihr neuroplastisches Potenzial oder ein schönerer Ausdruck, wenn Sie das mögen, ihre Selbstheilungskräfte oder ihr Regenerationsvermögen für das Weggeschrumpelte aufrechtzuerhalten bis ins hohe Alter. Das spätestens stellt uns vor die Frage, was wir eigentlich in unserem Leben falsch machen, dass uns dieses plastische, neuroplastische Potenzial massenhaft verloren geht, und die Nonnen, die haben das. Es liegt nicht daran, dass sie nicht verheiratet sind. Weil das hat etwas zu tun mit einem Grundgesetz des Natürlichen. Und das heißt, dass eben in dem überall dort, wo etwas lebt, wird etwas aufgebaut. Das sind sozusagen Entwicklungs- und Aufbauprozesse. Und gleichzeitig wird auch immer was abgebaut. Das ist nichts Lineares, das Leben, was hier anfängt und dann irgendwann fertig ist. Und es ist ein ständiges Wechselspiel von Aufbau und Abbau. Und wenn das Gelenk dann im Alter einen bestimmten Zustand hat, wo dann der Arzt sagt Arthrose, dann ist das nicht so, dass sich da mehr abgebaut hat, sondern dass der Wiederaufbau des Gelenks mit dem Knorpel und dem Ganzen nicht richtig geklappt hat. Und wenn im Hirn allmählich was degeneriert und das dazu führt, dass man eine Demenz kriegt, dann ist das nur ein Zeichen dafür, dass der Wiederaufbau nicht richtig geklappt hat. Oder allgemeiner gesagt, kaputt gehen tut es von alleine und das geht auch ziemlich schnell. Aber Wiederaufbauprozesse sind immer schwierig. Und die gelingen nur unter sehr optimalen Bedingungen. Und die Bedingungen, unter denen wir im Augenblick in unsere Welt leben, sind offenbar nicht optimal. Und deshalb ist die Demenz so etwas Ähnliches wie die Pest im Mittelalter. Man könnte jetzt sagen, die Pest hat sich deshalb ausgebreitet, weil es diese Viren gibt, die die Pest machen, die die Pestbeulen machen. Aber diese Pestviren, wissen wir inzwischen, werden durch die Flöhe übertragen. Und die Flöhe sind wieder Rattenflöhe gewesen, die auf den Ratten saßen. Sodass die Ursache für die Pest zwar schon diese Pesterreger sind, aber in Wirklichkeit war es die Tatsache, dass die Menschen damals in Städten gelebt haben, wo es zu viele Ratten gab. Und zu viele Ratten gab es in den Städten damals, weil die ihre ländliche Lebensweise mit in die Stadt genommen haben, einschließlich der Kuh und der Ziege und der Hühner, und in der Stadt so weitergelebt haben wie auf dem Land, ohne Kanalisation, ohne Abfluss, ohne Wasserzufuhr. Und dadurch eine Brutstätte entstanden ist für Rattenzucht, und dass auf diese Weise dann auch auf einmal die Flöhe sich so gut ausbreiten konnten und damit auch die Pesterreger. Und die Pest hat dann aufgehört, als die Menschen sich ihre Lebensweise in der Stadt nochmal verändert haben. Das ist spannend, weil das hat jetzt gar nichts mit der Medizin zu tun. Und es könnte sein, dass die Demenz dann aufhört, wenn es uns gelingt, eine Lebensweise zu finden, die das, was da bisher dazu führt, dass unser neuroplastisches Potenzial nicht in vollem Umfang entfaltet werden kann,
dass wenn wir eine Lebensweise finden, in der das dann wieder möglich ist, dass wir dann das Thema Demenz nicht mehr auf der Agenda haben. Das ist die Perspektive, über die wir reden. Ja, und die Frage heißt jetzt, was müssten wir da tun? Und die beantworte ich Ihnen jetzt. Ja, weil wir wissen ja ziemlich genau, unter welchen Bedingungen solche neuroplastischen Umbauprozesse stattfinden. Das hätten wir vor 20 Jahren noch nicht denken können, als ich noch so ein jüngerer Wissenschaftler war in dem Max-Planck-Institut damals, war das ein Dogma, dass erwachsene Nervenzellen oder die Nervenzellen aus einem erwachsenen Hirn keinen Fortsatz und nichts mehr auswachsen durften. Die waren sozusagen fertig, die hatten sich nach einem genetischen Programm, so hieß die Vorstellung damals, gebildet, dann hatten sie sich irgendwie miteinander verknüpft mit ihren Fortsätzen und dann war das Hirn fertig. Und der Träger dieses Hirns musste dann mit dem zufrieden sein, was da oben in der Birne entstanden war. Und das Einzige, was sich dann noch verändern konnte, war eben, dass das weggeschrumpelt ist. Und dann hat man die Demenz gekriegt, hat man gedacht. Und ich weiß noch, damals in diesem Max-Planck-Institut war ein Kollege, der hatte so Petrischalen in einem Brotschrank und da drin hat er dann Nervenzellen von Gehirnen. Es gibt eben diese Tierversuche und also er hatte aus dem Rattengehirn Nervenzellen isoliert und die in diese Petrischalen getan. Und wahrscheinlich, weil er einfach gedacht hat, ich will doch mal wenigstens nachgucken, ob die nicht doch noch wachsen können. Und dann rannte der durch die ganze Abteilung, meine Nervenzellen haben einen Fortsatz gekriegt. Ja, und da sind wir alle rausgekommen aus den Labors, haben in das Mikroskop gekriegt, die hatten einen echten Fortsatz gekriegt. Da war etwas passiert, was nicht passieren durfte, wissenschaftlich. Der hat das auch nie publiziert können. Der hat da Bilder gemacht, hat das in diese Zeitschriften geschickt, Brain Research und wie sie alle heißen. Und hat es immer wieder zurückgekriegt und er sollte doch nochmal nachprüfen, ob das, was er da gesehen hat, ob das wirklich erwachsene Nervenzellen waren und ob das auch wirklich Nervenzellen waren. Und da haben die den so lange genervt, bis er einfach gesagt hat, das ist aufgegeben. Und dann plötzlich kamen so in den 90er Jahren diese tollen Geräte, mit denen man ins Hirn so reingucken konnte, Computertomographie, bildgebende Verfahren hieß das. Und dann hat man da geguckt und dann hat es die Hirnforscher sozusagen selbst vom Hocker gerissen, weil da passierte jetzt das, was nicht passieren durfte und dann haben sich da wieder immer neue Verschaltungen gebildet. Und zwar hat man das gesehen in verschiedensten Bereichen, was ich so besonders lustig fand, war Jonglieren. Da haben sie irgendeinen 50-Jährigen, der hat dann gelernt, mit 5 Bällen zu jonglieren, hat ein halbes Jahr gedauert und dann haben sie ihn vorher in die Röhre geschoben, geguckt, was da oben flackert, wenn er ein Bild sieht, auf dem einer jongliert, also so ein Video. Und wenn man jetzt selber nicht jonglieren kann und man guckt einem beim Jonglieren zu, da in Deutschland sagt man, dann guckt man wie der Ochs aufs neue Tor. Also da ist das, die Sehrinde ist aktiv und hier und da ist was aktiv, aber man weiß eigentlich nicht richtig, was da los ist. Und wenn man jetzt selbst jonglieren gelernt hat nach einem halben Jahr und dann wird man in so eine Röhre geschoben, man macht einen funktionellen Kernspin, dann sieht man, dass da, wenn dann man wieder so einen jonglieren sieht, dann jongliert man mit im Kopf. Dann kann man richtig sehen, dass da bestimmte Vernetzungen entstanden sind, die vorher nicht da waren, die man jetzt mit bedient, weil man selbst sozusagen innerlich mitjongliert. Und das ist eine neue Vernetzung, die war vorher nicht da. Das ist sozusagen die Jonglierverschaltung im Hirn entstanden. Und das gilt eben jetzt nicht nur für dieses Jonglieren, das gilt auch, wenn Sie nochmal ein Musikinstrument erlernen, wenn Sie nochmal... Es ist vollkommen wurscht, was immer Sie machen, wenn Sie es dann lernen und es dann sich auch so weit verfestigt hat, dass man es kann,
Hat sich das dann in Form eines bestimmten Vernetzungsmusters im Hirn stabilisiert? Und jetzt die frohe Botschaft, das ist vollkommen wurscht, wie alt Sie sind. Das geht immer. Die einzige Voraussetzung dafür, dass es geht, ist, dass Sie sich drüber freuen. Das ist blöd, ne? Also das Hirn ist kein Muskel. Und obwohl das immer wieder gesagt wird und es auch immer wieder viele Leute versuchen, das Hirn, ihr eigenes auch und das auch von anderen, wie ein Muskel zu trainieren, geht das leider nicht. Das ist eben so, dass jeder Mensch ständig prüft, ob das, was da passiert und was da irgendwie, was er wahrnimmt, vielleicht auch das, was andere Leute ihm erzählen. Also deshalb sitzen Sie jetzt auch alle so da. Da wird ständig geprüft, ob das, was ich sage, für Sie irgendeine Bedeutung hat. Und nur wenn das für Sie wichtig ist, geht bei Ihnen das Hirn an. Ansonsten geht das hier rein und da wieder raus. Und die allergrößte Bedeutung, die es so gibt für uns, ist, wenn wir ein Problem haben und nicht so richtig wissen, wie das lösbar wird. Und wenn wir dann für dieses Problem plötzlich eine Lösung finden. Wow, sagen wir dann, aha, so geht das. Und immer wenn das passiert, ist das ein Zustand, in dem im Hirn eine Situation, in der das sehr inkohärent ist, wo das nicht so richtig passt, wo das Neue passt irgendwie nicht so richtig in das Alte rein. Und das nennen die Hirnforscher Inkohärenz, das passt nicht richtig. Und wenn man dann plötzlich merkt, wie es passt, indem man da das anders zusammenfügt oder noch was Neues dazu tut und dann passt es auf einmal, dann wird das Ganze kohärenter. Dann wird ein inkohärenter Zustand in einen kohärenteren Zustand verwandelt. Das führt dazu, dass im Mittelhirn Zellgruppen anspringen und aktiviert werden. Die haben so schöne lange Fortsätze und an den Enden dieser Fortsätze werden dann Botenstoffe ausgeschüttet, die im Routinebetrieb, also wenn Sie jetzt einfach teilnahmslos hier zuhören, was ich erzähle, nicht ausgeschüttet werden. Und am stärksten, das heißt, damit im Hirn was wirklich passiert, muss es einem unter die Haut gehen. Da müssen diese emotionalen Zentren anspringen und dann geht im Hirn sozusagen so eine Art Düngergießkanne an, so könnte man das ja nennen, und dann werden diese neuroplastischen Botenstoffe ausgeschüttet, das wäre dann sowas wie der Dünger, und die führen dann in einem rezeptorvermittelten Signaltransduktionsprozess zur Veränderung der Genexpression. Nochmal einfach, da werden Botenstoffe ausgeschüttet, die andere Nervenzellen dazu bringen, dass die nochmal neue Eiweiße herstellen, die gebraucht werden, um neue Fortsätze zu bilden, neue Kontakte zu machen, bestehende Kontakte fester zu machen, sodass wir also alle in unserem Hirn einen eingebauten Mechanismus haben, der dazu führt, dass immer dann, wenn wir was richtig gut hinkriegen, wenn wir was Neues gelernt haben, wenn wir irgendwas zusammengebastelt haben, was erst nicht passen wollte, wenn wir ein Problem gelöst haben, eine Herausforderung gemeistert haben, immer dann geht dann im Hirn diese Düngergießkanne an und dann wird das Hirn gedüngt. Und die dabei vernetzten Verschaltungen und Vernetzungen im Hirn werden immer besser ausgebaut. Das ist der Grund deshalb, weshalb man all das, was einem Spaß macht und was einem Freude macht, so mühelos lernt. Also Kinder zum Beispiel, noch vor ein paar Jahren, als das Mode war, diese ganzen Namen von diesen furchtbaren Saurier, die sich keine Sau merken kann. Und die konnten das alles aufsagen. Und nicht, weil sie dafür gute Zensuren bekommen haben, sondern weil sie das interessiert hat. Und da bin ich schon bei diesem Punkt, dass damit man etwas lernen kann, muss es also offenbar unter die Haut gehen. Und das nennt man dann, ein bisschen wissenschaftlicher, der Lernstoff muss emotional aufgeladen werden. Wenn er nicht emotional aufgeladen ist, dann geht die Düngergießkanne im Hirn nicht an. Und dann bleibt das, gibt es keine Möglichkeit, dass sich diese Vernetzungen bilden und dann bleibt es auch nicht im Hirn hängen. Dann geht es so hier rein und da wieder raus. Jetzt habe ich es ja auch schon angedeutet.
die normale und schönste und natürlichste und auch einzig gute Art, den Lernstoff emotional aufzuladen, besteht darin, dass das, was da gelernt wird, etwas ist, was den, der lernt, interessiert. Das ist relativ einfach. Also so geht es auch am Anfang ja los. Also da kommen die Kinder auf die Welt und dann fangen die an, alles zu entdecken, was es da zu entdecken gibt. Und dann lernen die greifen und dann lernen die krabbeln und dann lernen die stehen und dann lernen sie auch noch sprechen. Und alles, ohne dass ihnen jemand sagt, was sie da nun genau machen müssen, sondern von ganz allein. Und zwar deshalb, weil sie wollen, weil es sie interessiert, weil sie das, was Mama und Papa können, auch können wollen. Und ich glaube, wir haben alle keine richtige Vorstellung davon, wie viel das ist, was die in diesen ersten 3 Jahren alles lernen. Es ist Dimensionen mehr als das, was man im Rest des Lebens noch lernen kann. Und diese unglaublichen Lernprozesse, die sich in dieser frühen Phase vollziehen, vollziehen sich deshalb, weil für dieses Kind dauernd eine Situation ist, wo diese Düngergießkanne im Hirn angeht. Wer jemals so kleine Kinder beobachtet hat, wenn die so sich spielend und entdeckend auf den Weg machen, der weiß, die haben am Tag 50 bis 100 Mal haben die diese Ausschüttung da mit dieser Düngergießkanne. Da wird da so viel Dünger im Hirn freigesetzt, dass es nur so wächst und blüht und gedeiht und dann eignen die sich das alles an. Und sie erleben sich dabei die ganze Zeit als Gestalter ihres eigenen Lernprozesses. Und das würde jetzt in dieser Weise das ganze Leben lang so weitergehen. Weil das ist das, wie man lernt, normalerweise. Und da würde der Lernprozess emotional aufgeladen durch dieses eigene Bedürfnis des Kindes, sich das alles anzueignen. Gibt es noch eine zweite Methode, wie man den Lernstoff emotional aufladen kann? Und der besteht da, diese Technik besteht darin, oder diese Methode besteht darin, dass man selbst jemand ist, den das Kind mag. Also, dass das Kind von jemand lernt, den es mag. Und dann überträgt sich sozusagen dieses Gefühl für diese Lehrerin oder für die Mama, dieses positive Gefühl, das überträgt sich auch auf den Lernstoff und dann lernt man Mathe der Lehrerin zuliebe. Es geht. Ist emotional aufgeladen. Was da aber im Hirn wirklich gedüngt wird, ist nicht die Vernetzung für Mathe. Sondern das ist die Vernetzung, die man immer braucht, wenn man anderen Leuten gefallen will. Deshalb ist das dann doch nicht so gut. Dass Kinder, die immer nur lernen, weil es der Mama so viel Freude macht, sind dann häufig welche, die das ganze Leben lang umherrennen. Und jemanden suchen, dem sie mit irgendwas Freude machen kann. Oder die immer hoffen, dass es jemand gibt, der sich über das freut, was sie da vorzuweisen haben. Die dritte und häufigste Methode, den Lernstoff emotional aufzuladen, besteht darin, dass man ihn an Belohnungen oder Bestrafungen koppelt. Das geht auch. Also Belohnungen. Ist heute beliebter als früher, aber meine Mutter hat das ganze 1x1 und die ganze Glocke von Schiller auch auswendig gelernt. Die hat einfach jedes Mal, wenn sie hängen geblieben ist, ein paar mit dem Stöckchen auf die Finger gekriegt und klappt perfekt. Also kann diese Glocke von Schiller heute noch mit über 90 in jeder Lebenslage aufsagen. Blöde ist nur, seitdem sie das so gemacht haben mit ihr, mag sie keine Gedichte mehr. Die ganze Welt der Poesie ist durch diese Methode ihr versagt geblieben. Aber sie kann perfekt die Glocke von Schiller aufsagen. Hat schon funktioniert, aber eigentlich nicht.
wenn man Kinder mit Belohnung und Bestrafung, dazu gehören dann auch gute und schlechte Zensuren oder die Drohung, sitzen zu bleiben oder ein Examen, was man kriegt oder nicht, wenn man Kinder mit Belohnung und Bestrafung dazu bringt, dass die sich irgendwelches Wissen aneignen, dann wird da ja auch im Gehirn was gedüngt, aber es wird eben am ehesten die Verschaltung gedüngt, die man braucht, um Belohnung zu kriegen oder Bestrafung zu vermeiden. Die Verschaltung für Mathe oder für Biologie oder wie die Photosynthese geht, die interessiert das Kind eigentlich gar nicht. Die wird sozusagen als Nebeneffekt mit im Hirn verankert, aber nur so lange, wie es nötig ist. Und deshalb haben dann die meisten Kinder, die nach dieser Methode gelernt haben, und da können die manchmal sogar Matura 1,0 gemacht haben, so 2-3 Jahre später kann man dann gucken, was dann nun von all dem noch hängen geblieben ist im Hirn, was sie da in diesen 12 oder 13 Jahren gelernt haben. Und man stellt dann fest, dass das, also die Wissenschaftler kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, aber das Höchste, was ich bisher gefunden habe, sind 10%. Der Rest ist weg. War nicht bedeutungsvoll. Wenn man jetzt nochmal die Frage stellt, was denn eigentlich passieren müsste, damit diese anfängliche Begeisterung über das Lernen nicht verschwindet. Oder wenn man es andersrum sagt, was ist denn das, was dazu führt, dass das weggeht? Und wir sehen das im Augenblick so im Durchschnitt am häufigsten, dass das weggeht in der Grundschule. Also die kommen noch mit der Begeisterung in die Schule und dann sind sie da ein paar Jahre. Und so gegen Ende der Grundschule, wenn es so in der zweiten Hälfte, wo es dann vor allen Dingen langsam darum geht, auf welche weiterführenden Schulen die dann kommen, ist es plötzlich mit der Freude am Lernen vorbei. Und das liegt jetzt natürlich nicht am Hirn. Das ist ja kein Naturgesetz, dass sowas passiert. Sondern das hat einen ganz einfachen Grund. Und dieser einfache Grund heißt, die Kinder müssen dann durch eine Phase durch. Und wir zwingen sie durch diese Phase, in der sie erleben müssen, dass sie nicht mehr selbst der Gestalter ihres eigenen Lernprozesses, also ein Subjekt sind, was seinen eigenen Lernprozess gestaltet, sondern sie werden von uns zu Objekten gemacht, zu Objekten von Erwartungen, von Vorstellungen, von klugen Ratschlägen, von Belehrungen, von Bewertungen, am Ende auch noch von Maßnahmen. Und das haben wir immer so gemacht. So hat unsere Gesellschaft immer funktioniert. Und es hat sich da auch kaum jemand Gedanken darum gemacht. Und das war ja auch im vorigen Jahrhundert nicht weiter schlimm. Weil im vorigen Jahrhundert es vor allem darauf ankam, dass Menschen, die aus der Schule kamen, richtig gut funktioniert haben. Also das war noch das Maschinenzeitalter und da hat man sich nichts mehr gewünscht, als dass man welche gekriegt hat, die aus der Schule kamen und das gemacht haben, was man denen gesagt hat. Und das möglichst exakt. Und die nicht so sehr noch lange nachgedacht haben und auch nicht noch viele Fragen gestellt haben, sondern die also wirklich optimal abgerichtet waren. Also ohne solche Leute hätten wir den Zweiten Weltkrieg nicht in Gang gebracht. Und ohne solche Leute, die diese ganzen Maschinen da bedient haben, ganzen Tag so einen Hebel bedient haben, wäre auch die ganze industrielle Revolution nicht gegangen. Und jetzt erinnere ich an das, was ich anfangs gesagt habe, diese Zeit ist jetzt vorbei. Ja, jetzt kommen wir in einer Welt an, in der all das, was solche Abgerichteten an automatischen Tätigkeiten vollziehen können, sogar das, was wir bisher noch für menschlich toll gehalten haben, möglichst viel zu wissen, sich orientieren zu können, irgendwas lernen zu können, wo das alles auch noch die Maschinen können, das wird nun auch nicht mehr gebraucht. Und in dieser neuen Welt käme es dann sozusagen auf was anderes an, als auf das, worauf es im vorigen Jahrhundert angekommen ist. Und deshalb wäre es natürlich jetzt schlau, wenn wir unsere Schulen dann
und unsere Bildungssysteme so umstellen, dass die Kinder jetzt nicht mehr das lernen in der Schule, worauf es im vorigen Jahrhundert angekommen war, sondern wenn die jetzt in der Schule das lernen würden, worauf es jetzt im 21. Jahrhundert ankommt. Und das deutet sich ja jetzt schon an. Man kann an Universitäten fragen und man kann auch in Unternehmen fragen und wo immer die dann später mal beschäftigt werden. Und da sind das auf einmal völlig andere Sachen als das, was man früher so gehört hat. Das Erste ist, sie sollen Lust haben. Niemand kann heutzutage noch mit jemandem was anfangen, der überhaupt keine Lust hat zum Arbeiten. Der keine Lust hat, sich einzubringen. Der einfach nur dahin kommt, um sein Geld zu verdienen. Der immer nur das macht, was man ihm sagt und nicht mitdenkt. Man hätte also gerne in Zukunft Leute, die sich einbringen, die engagiert sind, die mitdenken, die mit anderen gemeinsam neue Ideen entwickeln, die das auch gemeinsam umdenken, die Verantwortung übernehmen. Ja, und all diese schönen Sachen. Das kann man sozusagen... kann man nicht alles in der Schule unterrichten, ahnen Sie schon. Das sind sogenannte Metakompetenzen. Exekutive Frontalhirnfunktionen nennen das die Experten. Und diese Dinger, diese Fähigkeiten können junge Menschen nur dadurch erwerben, dass sie es ausprobieren. Also das geht nur durch das eigene Tun. Verantwortung kann ich nur lernen, wenn mir jemand die Möglichkeit gibt, Verantwortung zu übernehmen. Und mit anderen Menschen gemeinsam Probleme lösen kann ich nur, wenn ich Gelegenheit bekomme, mit anderen Menschen gemeinsam Probleme zu lösen. Und deshalb, es tut mir jetzt leid, das so sagen zu müssen, deshalb müssen wir uns wohl offenbar von der Vorstellung verabschieden, dass Bildung und das, worauf es im 21. Jahrhundert ankommt, in den Schulen stattfindet. Ich habe es noch nicht zu Ende gesagt. Sondern, dass Bildung überall stattfindet, wo Menschen unterwegs sind. Und zwar in den Kommunen, im Stadtbad, im Museum, im Wald, überall, wo Menschen unterwegs sind, sind das Orte, an denen Bildungsprozesse stattfinden. Überall, wo Menschen unterwegs sind, passiert dieses Wunder, dass sie etwas lernen. Nebenbei gesagt, ist es auch so, dass natürlich das Lernen sowieso nicht nur in der Schule stattfindet, aber dass es auch so ist, dass wir in den letzten Jahren gelernt haben, dass das Lernen gar nicht etwas ist, wozu man unbedingt ein Gehirn braucht. Also, ich will jetzt nicht das Experiment mit den Küchenschaben nochmal erzählen, wo man zeigen kann, dass Küchenschaben in der Lage sind, zu lernen, ihre Füße hochzuheben, auch dann, wenn man den Kopf abgeschnitten hat. Und was man aber inzwischen weiß, ist, dass sogar Einzeller, Pantoffeltierchen, lernen, einen anderen Weg zu schwimmen, wenn der eine immerzu mit irgendwelchen bitteren Stoffen verlegt wird. Jetzt haben sie kürzlich gefunden, dass Erbsen, also diese, was wir da essen, diese Erbsenpflanzen, dass die ähnlich wie die Pavlovschen Hunde konditioniert werden können, zum Licht zu wachsen, wenn das Licht mit einem Gebläsereiz gekoppelt wird. Das heißt, man macht immer hier Licht an, dann wachsen sie dahin und gibt ihnen von der Seite ein Gebläse. Und dann dreht man das Licht, macht es da und dann gibt man ihnen wieder das Gebläse, dann wachsen sie nach da. Und wenn sie sich lange genug gewöhnt haben, nach da zu wachsen, dann macht man das Gebläse von der Seite und da wachsen sie nach da, obwohl da gar kein Licht ist. Das ist Abrichtung der Erbse. Oder andersherum, auch Erbsen lassen sich durch Konditionierungsprozesse abrichten. Das heißt,
Ja, und wenn man dann ein Hirn hat, geht das mit dem Lernen vielleicht noch ein bisschen besser. Aber auch, naja, das wird wirklich spannend. Aber gucken Sie zum Beispiel, eine ganze Familie lernt ja auch was. Wo hatten die jetzt ihr Hirn? Ein Unternehmen kann was lernen, sogar eine Schule kann was lernen. Also eine Familie zum Beispiel, wenn da plötzlich ein Kind reingeboren wird oder einer der Familie wird schwer krank, dann ändert sich alles, was die da machen miteinander. Das ist ähnlich wie im Hirn, als ob man was Neues lernt. Da bilden sich neue Beziehungsmuster aus. Aber wo ist denn jetzt das Gehirn der Familie? Oder eine Kommune? Wenn jetzt eine Kommune lernen würde, wie man es schaffen kann, dass Menschen miteinander so umgehen, dass sie sich gegenseitig helfen, ihre Potenziale zu entfalten, anstatt einer den anderen versucht auszutricksen. Wenn das wäre ja eine ganz andere Kommune. Und wo ist denn jetzt aber das Gehirn, was das macht, der Kommune? Das ist nicht der Herr Bürgermeister, sondern das ist eine neue Beziehungsstruktur, die sich da ausbildet. Und so ist es im Hirn eben auch. Da bilden sich neue Beziehungsmuster aus. Und die sind die Grundlage dieser Lernprozesse. Und damit können wir sagen, Lernen ist im Grunde genommen etwas, was identisch ist mit dem, was das Leben ausmacht. Und wenn man nichts mehr lernen kann, ist man tot. Und das ist ein bisschen bitter, weil das heißt, dass wenn einem die Lust am Lernen versaut wird, dann verliert man auch die Lust am Leben. Und das muss man sich dann auch klar machen, wenn man zu denen gehört, die diese Kunst tagtäglich einsetzen, die dazu führt, dass Kinder ihre angeborene Freude am Lernen verlieren. Und diese Kunst besteht eben in nichts anderem, als man muss da überhaupt nicht viel machen. Man muss nur dem Kind das Gefühl geben, dass es als Objekt behandelt wird. Das reicht total. Und das will irgendwas lernen, es will vielleicht was zeigen, es möchte irgendwie gesehen werden. Und dann sagen sie, jetzt ist aber Mathe. Und jetzt machen wir das kleine einmal eins. Kurz bitte aufstehen, aufsagen. Das ist Schluss mit der Lernerei. Kinder, die das erleben müssen, das haben sie alle schon vergessen, weil das schon so lange her ist und sie auch dann eine Lösung dafür gefunden haben. Aber Kinder, die das irgendwann in ihrem Leben dann erleben mussten, dass sie nicht in ihrer Subjekthaftigkeit als Person gesehen worden sind, die also nicht das Gefühl hatten, dass da jemand ist, der sie meint, so wie sie sind, sondern die erleben mussten, dass da jemand ist, der aus ihnen irgendwas machen wollte, was er im Kopf hatte, dieser Erwachsene. Kinder, die also erleben müssen, dass sie von Erwachsenen oder von anderen Kindern oder wer auch immer das sein mag, benutzt werden wie ein Objekt und zum Objekt von den Vorstellungen, den Bewertungen, den Maßnahmen von Belohnung und Bestrafung und was es noch alles so gibt, gemacht werden. Diese Kinder haben ein Riesenproblem. Das wissen wir noch nicht so sehr lange, aber es hat auch mich ziemlich tief erschüttert, wenn man als Mensch, sogar als erwachsener Mann in eine Situation gebracht wird, wo man plötzlich merkt, jetzt darf man nicht mehr der sein, der man ist, sondern jetzt verlangen die anderen, dass man irgendwie ist, damit man dazugehören darf. Wenn man das im Computertomographen simuliert und der betreffende Mann dann plötzlich merkt, dass er so, wie er gerne will, nicht mitmachen darf, weil die anderen ihn ausgrenzen oder nichts mit ihm zu tun haben wollen oder nicht sehen, was er da eigentlich kann, dann werden im Hirn dieses betreffenden Mannes die gleichen Netzwerke aktiviert, die auch dann aktiviert werden, wenn er körperliche Schmerzen hat. Das heißt, unser Hirn benutzt zur Signalisierung einer Beziehungsstörung im Sozialen die gleichen Netzwerke, die es auch benutzt, um eine Störung von Beziehungen im Bereich unseres Körpers zu signalisieren. Das ist sehr effektiv.
Das macht die Natur immer so, dass sie solche einmal gemachten Erfindungen auch noch woanders weiterträgt. Und es zeigt uns aber, in welch hohem Maße wir soziale Wesen sind und dass für unser Überleben und unser Hirn offenbar diese sozialen Beziehungen mindestens genauso wichtig sind, dass die intakt sind, wie dass unser Körper intakt ist. Und dass das so wehtut, wissen wir im Grunde genommen auch alle, weil das haben wir auch in der Sprache drin. Wir sagen, wenn du mich verlässt, zerbricht es mir das Herz. Oder die Art und Weise, wie du mit mir redest, verletzt mich. Oder es tut mir weh, wenn du mich nicht siehst. Wunderbar. Das heißt, wir wissen das, aber wir machen es nicht. Und wir machen es deshalb nicht, weil wir uns nicht bewusst machen, was es bedeutet. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind jetzt ein dreijähriges kleines Mädchen oder ein dreijähriger kleiner Junge. Sie sind die ganze Zeit unterwegs gewesen und haben da in dieser Welt alles Mögliche entdeckt, erleben sich die ganze Zeit als Subjekt und wollen jetzt auch so weiter. Und dann kommt einer und macht sie zum Objekt in dieser Weise eben. Das ist nicht gut genug, das ist nicht richtig, du sollst nicht das machen, sondern jenes. Dann werden im Hirn diese Netzwerke aktiviert, die auch immer dann aktiviert werden, wenn sie ihn prügeln. Der empfindet das dann auch so. Und wenn Sie dem jetzt in diesem Zustand kommen und sagen, du musst aber jetzt Mathe lernen, das ist absurd. Der kann jetzt kein Mathe lernen. Das ist so, als ob der einen schweren körperlichen Schmerz hat und Sie sagen, nun lernen wir aber jetzt mal Mathe, lass mal den Schmerz hier zur Seite. Ja, das heißt, wenn Kinder sowas erleben, dass sie sich als Objekt der Maßnahmen von Erwachsenen erfahren, dann haben sie diesen Schmerz und dann haben sie ein Problem und dann muss dieses Problem gelöst werden. Alles andere ist wurscht. Und in diesem Augenblick, wo das passiert, dann schrumpelt sozusagen die Wahrnehmung der Welt auf das zurück, was dem Kind hilft, dieses Problem zu lösen. Es ist vollkommen wurscht, ob da einer über Mathe redet. Und vollkommen wurscht, wenn da ein Biologielehrer kommt und ihnen irgendwas über die Singvögel erzählt. Alles ist dann egal. Das Einzige, was dann im Fokus der Aufmerksamkeit ist, ist die Frage, wie komme ich jetzt aus dieser schmerzhaften Nummer wieder raus? Und die Kinder finden dann alle eine Lösung. Die haben sie auch alle gefunden, wie sie hier sitzen. Sie dürfen sich dann auch gleich entscheiden. Es gibt nämlich zwei. Sie dürfen sich entscheiden, welche sie gefunden haben. Und die setzen sie heute mit einer fast automatischen Art und Weise ein. Und es wird kaum einem noch bewusst, dass das eine Lösung ist, die er irgendwann mal gefunden hat, sondern das hält er für total normal. Die erste Lösung, die man finden kann, besteht darin, dass man einfach, wenn man selbst zum Objekt gemacht wird, so ein dreijähriges Mädchen beispielsweise, die da von der Mama zurechtgewiesen wird, wie sie sich jetzt hier anziehen soll oder sowas. Die kommt dann irgendwie drauf, dass die dann sagt, blöde Mama, also ganz leise, blöde Mama. So. Oder nur gedacht, doofe Mama. Das heißt, die macht dann einfach die Mama auch zum Objekt. Mama macht das Kind zum Objekt, das Kind macht die Mama zum Objekt und dann tut es nicht mehr weh. Dann kann die Mama bald sagen, was sie will. Das Kind denkt, blöde Mama, leck mich doch an. Und dann gibt es welche, die das zu Hause schon gelernt haben, die kommen dann in den Kindergarten und dann machen die das nicht nur mit der Kindergärtnerin, sondern auch mit den anderen Kindern und dann geht es auch nicht nur verbal, sondern dann lernen die auch, wie die anderen für ihre Zwecke vor ihre Absichten spannen, wie sie die benutzen. Und das sind dann die Peer Leaders, wie man das so nennt, also die Anführer in diesen Kindergruppen, die kommen dann auf die Schule und die Cleversten, die das am allerbesten beherrschen, kommen dann später in die Führungspositionen in der Wirtschaft und in der Politik. Und das Ungünstige daran ist, dass das nicht nur dazu führt, dass sehr viele andere Menschen, von denen ja auch wieder zum Objekt gemacht werden,
die dann auch nicht anders können, als das auf irgendeine Art und Weise zu lösen. Sondern das Ungünstige daran ist, dass diejenigen, die das tun und sich dann auf diese Weise in Positionen bringen, wo sie die anderen beherrschen, dass die leider nichts mehr dazulernen können. Weil man als Mensch mit seinem Hirn immer wieder die Herausforderung braucht, dass da einer ist, der widerspricht, der das nicht so macht, wie man das will, wo das immer wieder anders läuft, als man das will. Menschen, die sich eine Welt schaffen, die sie total beherrschen, sind eigentlich unglaublich bedauernswert, weil in dieser Welt passiert nichts mehr. Da kann man auch nur noch absterben. Und deshalb ist das gar nicht so ein attraktives Modell. Und es nützt sozusagen am Ende keinem was. Die, die die Macht erlangen, sind nicht gut dran. Und diejenigen, die zu Objekten gemacht werden, können auch ihre Potenziale nicht entfalten. Und die zweite Möglichkeit, wie man dieser Situation als Kind noch entkommen kann, wenn man erlebt, dass man da zum Objekt gemacht wird, besteht darin, dass man dann nicht die Mama zum Objekt macht. Manche können das offenbar nicht, sondern die machen sich selber zum Objekt und sagen, ich bin blöd. Das geht auch. Ich bin blöd, ich kann keine Mathe, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht liebenswert, mich mag keiner und was man da noch so alles sich einreden kann. Und in dem Augenblick, wo man das aber gemacht hat, wo ich mir also ganz fest dann sage, ich bin für Mathe zu doof, und dann kommt der Mathelehrer und sagt, das war wieder nur eine 5, sage ich, weiß ich doch, bin für Mathe zu doof. Das tut mir überhaupt nicht mehr weh. Der kann mich bewerten, so viel der will, das macht überhaupt nichts, weil ich habe mich ja selber schon bewertet. Und deshalb tut das nicht mehr weh, deshalb nennt man das eine Bewältigungsstrategie, die man da erworben hat. Die hat natürlich auch wieder Nachteile, denn jemand, der sich selbst zum Objekt seiner eigenen negativen Bewertung gemacht hat, der mag sich dann ja am Ende auch selber nicht mehr. Und wer sich selber nicht mag, der mag auch andere nicht so richtig. Also das sind Menschen, die auch mit anderen in keine guten Beziehungen kommen. Noch einen Schlag drauf. Sie merken jetzt, dass wir genügend solche Menschen brauchen in unserer heutigen Zeit, die nicht das gefunden haben, was sie eigentlich gebraucht hätten, sondern die frustriert sind, die sich irgendwie dann auf irgendeine Art und Weise versuchen, da durchzuwurschteln durch diese Situation, dass sie zu Objekten gemacht werden, die dann ganz schnell wieder andere zu Objekten machen. Und indem die das alle tun, entwickeln die alle Bedürfnisse, weil sie gewissermaßen das, was sie eigentlich gebraucht hätten, nicht bekommen haben, werden das dann Erwachsene, die also irgendwie alles nehmen, was sie kriegen können. Das nennt man Ersatzbefriedigung. Und die vielen Menschen, die so unterwegs sind und bereit sind, alles zu nehmen, was sie kriegen können, die halten unsere Wirtschaft am Laufen. Die brauchen wir sozusagen für unsere Konsumgesellschaft. Und deshalb darf sich so schnell gar nichts ändern. Ich werde immer gefragt, sind Sie nicht auch der Meinung, dass sich unsere Schulen schnell verändern müssen? Dann sage ich dann immer, es ist schwierig. Wir müssen genau überlegen, wie wir das machen. Denn Schulen sind ja nicht dazu da, dass die Kinder ihre Potenziale entfalten oder möglichst viel lernen, sondern Schulen sind in jeder Gesellschaftsform, zu jedem Zeitpunkt der Geschichte, seitdem es Schulen gibt, waren Schulen immer dazu da, dass in den Schulen Kinder auf das Leben so vorbereitet worden sind, dass die Kinder, die aus den Schulen kamen, in der Lage waren, dieses jeweilige gesellschaftliche System zu stabilisieren. Also gute Staatsbürger sollten da rauskommen. Also, und deshalb gab es im Kaiserreich Schulen, die brauchten, also die mussten irgendwie gute Untertanen hervorbringen. Also, und dann bei den Nazis brauchte man Schulen, wo gute Nazis rauskamen. Ich bin in dieser DDR damals groß geworden. Das waren Schulen, die waren gemacht, damit da gute Sozialisten und Kommunisten rauskommen.
Und das ist doch jetzt regelrecht absurd, wenn wir glauben, dass unsere heutigen Schulen auf einmal Schulen sind, die, wo ganz tolle Kinder rauskommen sollen. Das sollen welche rauskommen, die dieses gegenwärtige gesellschaftliche System stabilisieren. Das will keiner, das macht keiner absichtlich, da ist auch keiner da, der das anordnet, sondern das ist sozusagen systemimmanent eingebaut. Und wenn jetzt plötzlich lauter Schulen so wären, wie ich manche kennengelernt habe, wo die Kinder sich das Wissen selbst erschließen, wo die mit einer unglaublichen Begeisterung losmarschieren und bis in die oberen Schulklassen eigentlich ständig die Gestalter ihres eigenen Lernprozesses sind und wo die innerhalb kürzester Zeit so viel lernen, wie man in anderen Schulen in Jahren nicht lernt, wenn alle Schulen so wären und die Kinder aus solchen Schulen herauskämen als Menschen, die es nicht nötig haben, andere zu Objekten zu machen, die offen sind, die teamfähig sind, die vorausschauend denken können, die sich einbringen können, die ganz viel wissen und die auch gestandene Persönlichkeiten sind und die vor allen Dingen auch wissen, was sie wollen und auch wissen, was sie wert sind. Solchen Menschen können Sie doch nicht einreden, dass die noch diese oder jene Hose brauchen, damit sie endlich was darstellen. Oder dass die ein dickes Auto brauchen. Oder ein Haus. Oder was es sonst noch alles geben mag und was Menschen benutzen, um sich selbst bedeutsam zu machen. Und damit bin ich jetzt bei dem letzten Punkt, der mir an dieser Stelle noch wichtig ist. Wenn ein Kind das Gefühl hätte, dass es um seiner selbst willen wichtig genug ist und bedeutsam genug ist. Wenn es also das Gefühl hätte, dass es so, wie es ist, richtig ist. Wenn es also nicht von irgendjemand zum Objekt seiner Absichten, Ziele und Wünsche und Sehnsüchte und Abrichtungsversuche gemacht würde, sondern wenn es einfach mal so genommen würde und lieb gehabt würde, wie es ist. Also in unserem christlichen Abendland nennt man das, wenn ein Kind bedingungslos geliebt würde, dann wäre das ein Kind, was ein Gefühl seiner eigenen Bedeutung hätte. Das wäre bedeutsam nur deshalb, weil es da ist. Und dieses Kind braucht sich dann nicht anzustrengen später, wenn es älter wird und wenn es in die Schule kommt und wenn es später im Beruf ist. Das braucht sich nicht anzustrengen, um endlich bedeutsam zu werden und dass es gesehen wird und dass andere es beachten, sondern es hat diese Bedeutung in sich. Das sind die großen Menschen, die wir bewundern, weil das Menschen sind, von denen etwas ausgeht, wo wir alle merken, das haben wir nicht. Und wenn es uns gelänge, in einer Region, möglichst auch ein bisschen ab von den Regionen, wo die alle glauben, dass der Fortschritt dort stattfindet, wenn es uns gelänge, in einer Region darauf zu achten, dass Kinder heranwachsen, die wissen, dass sie um ihrer selbst willen bedeutsam genug sind, und die nicht zu Objekten der Wünsche und Sehnsüchte und Absichten und der Bewertung von Erwachsenen gemacht würden, dann hätten sie plötzlich junge Menschen, die in diese Welt hinausgehen, die es nicht mehr nötig haben, als Besserwisser, Klugscheißer und Alleskönner anderen Leuten auf die Nerven zu gehen. Schön, ne? Das wären dann junge Menschen, die tatsächlich ihre Potenziale entfalten können. Die nicht dauernd nur geiern müssen, wie sie jetzt endlich mal bedeutsam sind und wie sie mal zeigen können, wie wichtig sie sind. Und die immerzu irgendwie darauf achten müssen, dass sie auch gesehen werden, dass sie beachtet werden. Das hätte ein Mensch, der unter Bedingungen groß wird, wo er spürt, dass er so, wie er ist, richtig ist und dass keiner aus ihm was machen will,
das hätte so ein Mensch dann nicht nötig. Und das wäre eine völlig neue Situation. Nun habe ich ja eine Akademie gegründet, die heißt Akademie für Potenzialentfaltung, und die hat einen Leitsatz. Und der ist ziemlich spannend. Der heißt nämlich, solange Menschen sich gegenseitig als Objekte benutzen oder zu Objekten machen, in diesem Sinne, wie ich das hier versucht habe darzustellen, ist die Entfaltung der in diesen Menschen angelegten Potenziale unmöglich. Aber sobald Menschen anfangen, einander als Subjekte zu begegnen, ich komme mal runter, damit das endlich aufhört mit diesen da oben auf der Bühne stehen, sobald Menschen anfangen, einander als Subjekte zu begegnen, ist die Entfaltung der in diesen Menschen angelegten Potenziale, halten Sie sich fest, unvermeidbar. Potenzialentfaltung ist der normale Prozess, so wie Lernen der normale Prozess ist und Lernlust das Normale ist. Und alles, was wir dann beobachten, ist etwas, das nicht mehr normal ist. Das haben wir sozusagen durch die Art und Weise, wie wir leben, wie wir zusammenleben, wie wir miteinander umgehen, kaputt gemacht. Und das, meine Damen und Herren, wird die Schule nicht reparieren können. Um das neu zu gestalten, braucht es aller Menschen, die in einer Region unterwegs sind und die plötzlich begreifen, was für eine Kraft entstehen könnte in dieser Region, wenn da plötzlich Menschen kämen, die nie das Gefühl haben, dass sie Objekte sind von anderen, sondern die sich in ihrer ganzen Subjekthaftigkeit zeigen können, die sich einbringen können, die dann auch Lust haben, sich einzubringen, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, die mit Freude sich um andere kümmern, die in Gemeinschaft mit anderen über sich hinauswachsen und auf einmal solche Potenzialentfaltungsgemeinschaften bilden, die Dinge zustande bringen, die man denen überhaupt nicht zugetraut hätte. Und das geht aber nur dann, wenn Menschen sich sozusagen auch wirklich auf diese Begegnung miteinander einlassen. Und das ist unglaublich einfach, einem anderen Menschen das Gefühl zu geben, dass er um seiner selbst willen gemocht ist und dass man jetzt nichts von ihm will, sondern dass man ihm helfen will, das, was in ihm steckt, auch entfalten zu können. Dazu müsste man in der Lage sein, diesen anderen Menschen einfach nur einzuladen. Vielleicht, wenn es geht, auch zu ermutigen. Und wenn Sie ganz besonders gut sind, dann können Sie versuchen, ihn zu inspirieren. Es einfach nochmal zu versuchen. Und merken Sie, wenn Sie einen anderen Menschen nicht unterrichten und nicht bewerten und nicht zum Ziel ihrer Wünsche und Sehnsüchte machen, sondern wenn Sie ihn einladen, ermutigen und inspirieren, dann erlebt dieser andere das als etwas, wo er entscheiden darf, ob er das will. Und das ist das Subjekt. Er ist der Gestalter. Er wird nicht in eine Enge gezwängt, wo er nicht mehr anders kann, als zu sagen, ihr seid doch alle blöd, sondern er kriegt diesen Raum, in dem er sich entfalten kann, in dem er sich zeigen kann, in dem er sich einbringen kann. Und wenn so etwas in Teams geschieht, wenn so etwas in Gemeinschaften geschieht und Menschen in Gemeinschaften einander auf diese Weise begegnen, dann werden in diesen Gemeinschaften Kräfte frei, von denen wir bisher keine Ahnung haben. Der Nelson Mandela hat das, oder wer immer das gesagt hat, mal so ausgedrückt, der sagt, das, wovor wir wirklich Angst haben, ist nicht die Dunkelheit, sondern das ist das Licht. Das ist das Licht, was dann plötzlich für uns sichtbar würde, wenn wir aus dem Dunkel raustreten. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist jetzt, wir müssen nicht die ganze Welt verändern. Wir müssen auch nicht warten, bis die Regierung kommt und das sagt. Und wir müssen auch nicht
warten, bis die richtigen Gebäude gebaut sind, in denen das geht. Sondern das ist etwas, wenn Sie Lust haben, können Sie ab sofort anfangen zu gucken, was eigentlich passiert, wenn Sie Ihren Nachbarn ein Signal geben, dass Sie ihn in seiner Subjekthaftigkeit sehen. Und das Einfachste, was man da machen kann, ist, indem man den mal anlächelt. Und dann erleben Sie dieses große Wunder, dass wenn Sie sich als Subjekt zeigen und den anderen anlächeln, dann wird der auch ein Subjekt und lächelt zurück. Und da passiert dann das, was man als das bezeichnen kann, was uns als Menschen nun tatsächlich von den Maschinen unterscheidet, die wir bauen. Auch von diesen ganzen Automaten und Robotern. Die können alles, was wir auch können. Aber zwei Sachen können sie nicht. Also außer, ja, aber drei, aber über das reden wir jetzt nicht. Aber zwei Sachen können sie nicht. Maschinen können nichts wollen. Die sind immer programmiert, die heißt, das sind immer nur Ausführende, also eigentlich Objekte. Das heißt, nur wir können etwas wollen. Das ist das Erste, was uns bleibt, wenn die Maschinen alles von uns übernommen haben, was wir können. Und das Zweite ist, wir sind die Einzigen, die kreative Lösungen finden können, um das, was wir wollen, auch umzusetzen. Das können die Maschinen auch nicht. Maschinen können immer nur das umsetzen, wofür sie programmiert sind. Und wenn das stimmt, dann wäre noch ein Augenblick darauf zu verwenden, dass wir fragen, was heißt denn jetzt Kreativität? Um das noch ein bisschen deutlicher zu machen. Was es bedeutet, wenn einer was will, das ist ja jedem klar. Aber was diese Kreativität heißt, das müssten wir noch ein bisschen angucken. Und dann werden wir schnell feststellen, dass man Kreativität nur dann entwickeln kann, wenn man auch schon als Kind oft genug Gelegenheit gehabt hat, so eine Erfahrung zu machen, dass einem plötzlich etwas einfällt, obwohl man sich gar nicht jetzt dafür so sehr angestrengt hat. Also kreative Lösungen bedeuten ja, dass da plötzlich im Hirn etwas, was da an Wissen und Erfahrung in verschiedenen regionalen Netzwerken unterschiedlich abgespeichert ist, dass das plötzlich auf eine neue Weise miteinander verbunden wird. Es gibt nichts, was wirklich total neu wäre. Was neu ist, ist immer nur die Art und Weise, wie es gedacht ist oder wie es verknüpft ist. Und damit Sie im Hirn etwas neu verknüpfen können, müssen Sie in einen Zustand kommen, wo Sie nicht angestrengt sind, wo kein Druck drauf liegt, wo es Ihnen absolut gut geht, wo Sie richtig locker sind, gelassen. Also am Schreibtisch, kurz vor der Deadline, vergessen Sie es, da kann kein Mensch kreativ sein. Und wenn Sie dann in den Biografien dieser großen Leute nachgucken, die wir alle so bewundern, dann stellen Sie und fragen dann, wann ist denen das eingefallen? Hier, dem Watson Crick mit der Alpha Helix oder dem Einstein mit der Relativitätstheorie, da fallen Sie aus allen Wolken. Das ist denen eingefallen beim Spazierengehen, unter der Dusche, im Bett. Also unter Bedingungen, wo man eigentlich sagen würde, das hat jetzt mit Arbeit nicht so viel zu tun. Das sind entspannte Augenblicke, in denen plötzlich etwas passiert im Hirn, nämlich in denen man sozusagen nicht mehr fokussiert auf das eine guckt, sondern wo man alles öffnet. Das ist wie, als ob alle Schachteln gleichzeitig aufgehen. Und dann passiert bisweilen das Wunder, dass sich das da oben neu sortiert und plötzlich etwas zusammenpasst, was vorher nie zusammenpasste, weil die zwei Schachteln nie gleichzeitig auf waren. Und dann sagt man, wow, so geht das ja auch zusammen zu denken. Und dann haben sie eine kreative Lösung. Dann haben sie was Neues in die Welt gebracht. Und währenddessen in der Vergangenheit es gereicht hat, wenn ein Einzelner so etwas hingekriegt hat, so eine kreative Leistung,
Wird es in Zukunft so sein, dass diese Leistungen, die kreative Leistungen, die Einzelne zustande bringen, für das, was wir im Augenblick an Problemen haben, definitiv nicht mehr reichen? Da brauchen Sie etwas, das heißt Co-Kreativität. Da brauchen Sie nicht die Schachteln im eigenen Hirn, sondern da brauchen Sie ganz viele Hirne, die aufgehen und die das, was da drin ist, miteinander verbinden und auf eine neue Weise zu etwas Neuem zusammenfügen. Kann ich ja noch deutlicher machen für diejenigen, die es nicht so ganz glauben oder verstehen. Es gibt große Chemieunternehmen, bei denen war ich dann auch, und die haben mir gesagt, seit ungefähr 10 Jahren beobachten sie ein sonderbares Phänomen. Es wird nie wieder einen Chemiker geben, der eine Formel findet, mit deren Hilfe ein Produkt erzeugt wird, was sich dann auf dem Markt verkaufen lässt. Weil alles das, was an Formeln denkbar ist und was es aus dem Periodensystem an Verknüpfungen und Möglichkeiten gibt, alles ausprobiert ist. Das haben Einzelne alles probiert. Und deshalb nützt es auch jetzt nicht, einzelne Chemiker zu Superchemikern auszubilden, sondern was wir jetzt brauchen, sagte der, sind Teams, wo ein Anorganiker, ein Organiker drin ist, einer vom Marketing und einer von der PR und noch irgendwie einer aus der Abteilung. Und wenn die zusammenkommen und die ihre ganzen unterschiedlichen Erfahrungen teilen und miteinander verknüpfen, dann kommt was wirklich Innovatives raus. Das ist dann Co-Kreativität. Und solche Co-Kreativität lässt sich aber nur entwickeln von Menschen, wenn die einander vertrauen. Im Englischen nennt man das Team Engagement. Team Engagement ist die Voraussetzung für Co-Kreativität, und Engagement im Englischen heißt nicht, dass man sich anstrengen muss, sondern Engagement ist die Übersetzung für, es ins Deutsche übersetzt heißt das Verlobung. Es müssten also Teams sein, deren Mitglieder sich etwas versprochen haben. Jetzt ahnen Sie schon, was die sich versprochen haben sollten. Die sollten sich versprochen haben, sich nicht gegenseitig zu benutzen als Objekte, sondern sich wirklich in so eine Subjekt-Subjekt-Begegnung zu begeben, aus der heraus diese Potenzialentfaltung möglich ist. Wenn das also die beiden entscheidenden Dinge sind, die uns von den Maschinen unterscheiden, die wir bauen können und die auch niemals in digitale Geräte eingebaut werden können, wenn es also das ist, dass Menschen, dass wir Menschen uns von den Maschinen dadurch unterscheiden, dass wir was wollen können und dass wir das, was wir wollen, in co-kreativen Prozessen auch umsetzen können, dann ist das das Wichtigste, worauf es ankommt, was wir unseren jungen Menschen mit auf den Weg geben müssten in diese neue Welt. Nämlich erstens, dass die das Gefühl haben, dass sie jemand sind, der wirklich etwas wollen kann und der das auch umsetzen kann, gemeinsam mit anderen. Und damit wären wir ungefähr bei dem, was die Antwort auf diese Anfangsfrage heißt, nämlich, wie gehen wir mit diesen Entwicklungen um, die da auf uns zukommen und die dazu führen werden, dass all das, was wir heute noch für wichtig halten, in 20 Jahren ziemlich bedeutungslos wird. Das werden wir schaffen, aber nicht mit diesen Methoden und mit diesen Denkmustern, mit denen wir heute noch unterwegs sind. Dazu müsste tatsächlich jedes einzelne Kind, was hier in dieser Region beispielsweise groß wird, das Gefühl haben, dass es auf dieses Kind ankommt, dass es so, wie es ist, richtig ist, dass es alle Möglichkeiten bekommt, um das, was in ihm drinsteckt, auch zur Entfaltung zu bringen, dass es sich in seiner Subjekthaftigkeit erlebt und dass es aus diesen Gründen diese drei großen Dinge entwickeln kann, nämlich dass es erstens seine Lernlust nicht verliert, dass es zweitens seine Intentionalität nicht verliert. Intentionalität ist, dass es etwas wollen kann, und dass es drittens seine Kreativität nicht verliert.
Das heißt, hier geht es gar nicht darum, dass wir was Neues schaffen. Es würde vollkommen reichen, wenn wir verhindern, dass es immer verschwindet. Das wäre die Antwort auf dieses 21. Jahrhundert. Und was ist jetzt eigentlich die Antwort auf diese Nonnenstudie? Also, wir könnten sagen, ist uns ja jetzt mal egal, dass die Nonnen keine Demenz kriegen, obwohl ihnen das Hirn auch wegschrumpelt. Dann kriegen wir eben eine. Oder wir könnten sagen, lasst uns doch mal versuchen, das Geheimnis zu lüften, was dazu führt, dass diese Nonnen, obwohl ihnen das Hirn wegschrumpelt, keine Demenz kriegen, weil sie offenbar in der Lage sind, das, was hier irgendwo wegschrumpelt, woanders wieder aufzubauen. Damit man daran glauben kann, dass das geht, müsste man sich noch mal schnell vergegenwärtigen, was in den letzten 20 Jahren ungefähr passiert ist bei der Schlaganfallbehandlung. Also wenn jemand einen Hirnschlag kriegt und der zum Beispiel, was oft passiert, auf der linken Seite liegt, dann ist die ganze linke Seite, der ganze linke Kortex futsch. Da ist ein Gefäß verstopft, das ist nicht mehr versorgt worden, die Nervenzellen sterben ab und hier ist dann Sense. Nach 3 Wochen ist es eine große Narbe, aber da wächst auch nie wieder was aus und damit können sie auch nichts mehr machen. Und wenn diese Seite hier nicht mehr geht, ist, dann geht das, was diese Seite normalerweise mit ihren Netzwerken lenkt, nämlich auf der rechten Seite die Extremitätenbewegung, das geht nicht mehr, dann hängt das hier alles runter. Und weil hier auch das Sprachzentrum liegt, kommt auch nichts mehr raus. Da will der was sagen, kann er nicht mehr. So, und da würde man ja auch sagen, da geht jetzt nichts mehr. Ja, und jetzt sind die ersten dieser Schlaganfallpatienten mit genau dieser Symptomatik durch eine entsprechende Begleitung so weit gekommen, dass die wieder sprechen. Dass die auch die Arme und Beine wieder bewegen können. In Göttingen ist einer, der fährt Fahrrad. Der kann auch wieder schreiben mit der rechten Hand, obwohl er vorher noch nicht mal einen Arm bewegen konnte. Und das alles ist nur möglich, weil das Hirn so plastisch ist, dass es unter günstigen Bedingungen den ganzen Kram, der normalerweise hier war und der jetzt weg ist, hier nochmal neu aufbauen kann. Und auch noch mit 50 oder 60. Das heißt, da gibt es in diesem Hirn auf dieser Seite, wenn das futsch ist, noch ein kleines Gebiet, was auch ein kleines bisschen auf der rechten Seite was lenkt. Das ist so ein bisschen der Bereich der Schulter. Und dann gibt es hier noch ein Gebiet, was auch noch auf der rechten Seite ein bisschen was lenkt von, also andersherum. Also auf die linke Seite ist futsch und deshalb geht rechts jetzt gar nichts mehr. Aber auf der rechten, noch intakten Seite gibt es ein Gebiet, was so ein bisschen Schulterbewegung kann und ein bisschen Hüftbewegung. Und aus diesem Rest, der da noch ist, der aus der frühen Kindheit noch übrig geblieben ist, als das noch nicht so stark lateralisiert war, diesen Rest kann man jetzt so ausbauen, dass das plötzlich, dann geht es auf einmal schon so und dann kann er ein bisschen so machen und wenn er noch ein bisschen weiter macht, kann er dann auf einmal so und wenn es noch ein bisschen weiter geht, läuft er auf einmal wieder richtig rum. Und dieses Sprachzentrum, das ist auf der linken Seite futsch, deshalb geht es da nicht mehr. Aber es gibt aus der frühen Phase der Entwicklung des Hirns auf der anderen Seite auch noch so ein kleines Sprachzentrum. Das ist dann später nicht mehr benutzt worden oder nur noch zum Singen. Nennen wir es mal jetzt das Gesangszentrum. Das liegt dann hier. Das haben wir auch noch alle. Die Frauen stärker als die Männer, weil die noch irgendwie häufiger gesungen haben. Und deshalb geht das dann auch bei Frauen besser. Die lernen die Sprache dann schneller wieder, indem sie es singen. Die können Hänschen klein, können die nicht sagen, aber die können Hänschen klein, das können sie. Und dann kann man diesen Gesang nehmen und aus dem Gesang wieder eine Sprache machen. Und dabei bildet sich das gesamte Netzwerk wieder aus, was auf der Seite als Sprachzentrum ausgebildet gewesen ist, alles neu. So, und jetzt frage ich Sie, wenn ein Hirn in der Lage ist, ein ganzes halbes Hirn nochmal neu aufzubauen, dann muss es doch auch gehen, dass das, was einem hier mal wegschrumpelt und dort mal wegschrumpelt, wenn man älter wird, dass das auch irgendwie neu an einer anderen Stelle aufgebaut werden kann.
Und die Antwort heißt, ja, aber nicht, wenn es einem nicht gut geht. Also wenn Sie einen haben, der mit seiner Frau Probleme hat, der sich als am Arbeitsplatz nicht wohlfühlt, der sich immer in einer Situation befindet, wo er das Gefühl hat, dass das, was er braucht, dass er das nicht kriegt und der mit seinem Leben unzufrieden ist und weiß der Kuckuck, was er noch alles so haben kann, da geht's nicht. Also da kriegen Sie das auch mit der Schlaganfalltherapie nicht wieder auf die andere Seite. Und wenn der sich auch nicht freut über das, was er da alles lernt und es nur macht, weil es ihm einer sagt, da wird es auch nichts. Das heißt, man müsste sich über das, was man dann nochmal umlernen kann, freuen und man wird es nur neu aufbauen können, wenn es einem auch wirklich in jeder Hinsicht richtig gut geht. Und dieser Zustand, wo es einem Menschen richtig gut geht, wo der so richtig mit sich selbst zufrieden ist, das ist dieser Zustand, den ich vorhin schon mal angedeutet habe, der heißt Kohärenz, da passt alles. Da passt das Alte und das Junge und das Neue und das Alte und rechts und links passt und das Denken und Fühlen und Handeln, alles passt so richtig zusammen. Und dann, wenn das so richtig passt, dann geht es mir richtig gut. Das Dumme ist, und das ist auch der Zustand, den das Hirn ständig erreichen will. Weil das der Zustand, wenn alles so gut passt, ist das auch der Zustand, in dem das Hirn am wenigsten Energie verbraucht. Und da das Hirn im Ruhezustand schon 20% von der Energie frisst, die der Körper bereitstellt, ist das sozusagen ein ständiger Motor, der dafür sorgt, dass das Hirn immerzu versucht, mit möglichst wenig Energie zurechtzukommen. Und der Zustand, in dem das geht, heißt Kohärenz, wenn alles passt. Dumm ist nur, dass es eben, solange man lebendig ist, nie passt. Da gibt es immer andere, immer ist irgendein Licht an oder immer stört einen irgendwas. Das heißt, so richtig gut passen tut alles nur dann, wenn man gestorben ist. Ja, und vorher... Vorher gibt es, also bevor man tot ist, gibt es nur dieses Erleben, was ich vorhin schon beschrieben habe, dass man plötzlich merkt, dass etwas nicht mehr passt und dann gelingt es einem durch eine eigene Leistung, es wieder passend zu machen. Wow, sagt man dann, toll. Und da habe ich dann gesagt, da geht dann die Düngergießkanne an, das wird dann auch noch alles gedüngt. Und Menschen, die Gelegenheit hatten, immer wieder die Erfahrung zu machen, dass sie es wieder hinkriegen, was immer auch passieren mag, dass sie es wieder passend machen können, die entwickeln ein Gefühl, das heißt Kohärenzgefühl. Das heißt, das passt bei denen auch nicht immer, aber die haben das Gefühl, dass, scheißegal, ich krieg's wieder hin. Also das sind welche, die sagen, wo ist das nächste Problem? Weil das macht dann auch Spaß, sich selbst immer wieder zu zeigen, wie gut man die Probleme dann auch immer wieder lösen kann. Und wenn man jetzt jemand ist, der das Glück hat, so ein großes Kohärenzgefühl zu entwickeln, dann sind das ganz besondere Menschen. Die sind erstens gesünder als andere, die sind zweitens glücklicher als andere, die sind drittens lieber am Leben als andere und die sind auch diejenigen, die dieses neuroplastische Potenzial in ihrer Birne bis ins hohe Alter ankriegen. Und da gibt es jetzt eine ganze medizinische Richtung, die inzwischen forscht und fragt, was denn das ist, was Menschen schnell wieder gesund macht oder was sie gar nicht krank werden lässt oder was sie auch glücklich macht oder was dazu führt, dass wenn etwas wegschrumpelt, es auch schnell wieder nachgebaut werden kann, dass Knochen schneller zusammenheilen und Wunden besser ausheilen. Was ist das, was uns gesund erhält und diese Disziplin, die heißt Salutogenese. Und im vorigen Jahrhundert hat sich die Medizin eben doch eher mit dem beschäftigt, was uns krank macht, das heißt Pathogenese. Da haben wir viel gelernt und jetzt kommt plötzlich eine Zeit, in der auch Mediziner versuchen rauszukriegen, was uns gesund erhält. Und das heißt, es ist auch das, was unsere Selbstheilungskräfte wieder aktiviert und damit auch das Aussprießen, das Heilen, der Wiederaufbau von etwas, was kaputt gegangen ist. Und einer hat eben sich auch mal hingestellt und hat geguckt, was denn dazugehört, dass eben Menschen
was die auszeichnet, diejenigen, die immer schnell wieder gesund werden, was die da Besonderes haben, und da hat er festgestellt, das ist dieses Kohärenzgefühl. Einer, der so ein starkes Kohärenzgefühl hat, ist eben auch einer, der nicht nur glücklich ist, sondern der auch seine Selbstheilungskräfte gut aktiviert und wo er immer wieder schnell gesund wird. Und dann hat er gefragt, was macht denn das? Und das müssen, solche müssen die Nonnen sein, und da will ich ja hin. Und dann hat er gefragt, was ist denn das, was sozusagen notwendig ist, damit man dieses Kohärenzgefühl auch entwickeln kann? Und dann hat er das alles durchgemessen und hat da hunderte von Leuten da vermessen und befragt und ist zu einer ganz klaren Erkenntnis gekommen. Es sind drei Prinzipien. Er nennt das die drei salutogenetischen Grundprinzipien. Es müssen drei Dinge erfüllt sein, damit man dieses Kohärenzgefühl in sich spürt, damit es sich auch entfalten kann. Und das Erste, was man unbedingt braucht, ist, dass man das, was in der Welt passiert, auch versteht. Also bei den Nonnen würde ich sagen, kein Problem. Wenn ich abends den Fernseher andrehe und mir die Nachrichten angucke, muss ich sagen, verstehe ich nicht. Kommt mir vor wie ein Irrenhaus, wo ich ja im Augenblick lebe. Wenn man dann aber was verstanden hat, nützt das nichts für die Kohärenz in der Birne, wenn man das, was man verstanden hat, dann nicht auch selbst mitgestalten kann. Also wenn ich dann was verstanden habe und merke, das müsste jetzt geändert werden und ich kann es gar nicht ändern, dann wäre es besser, ich hätte es nicht verstanden. Für diejenigen unter Ihnen, die sich mit der Frage beschäftigen, was Bildung ist, nur kurz der Hinweis, es könnte sein, dass jemand, der viel weiß und der aber in der Situation ist, wo dieses Wissen ihm gar nicht hilft, das auch umzusetzen, der also das Wissen nicht einsetzen kann, um etwas zu gestalten, das wäre für das Kohärenzgefühl in der Birne besser, er wüsste nicht so viel. Also Bildung hat eigentlich erst dann einen Wert, wenn nicht nur Wissen im Hirn entsteht, sondern wenn vor allen Dingen der Betreffende erlebt, dass er in der Lage ist, etwas zu erkennen und dann noch besser auch, dass er versteht, Verstehbarkeit, dass er versteht, was da abläuft. Nicht, dass er das aufzählen kann, was er alles weiß, sondern dass er verstanden hat, wovon er redet und was los ist. Und wenn das aber nicht damit gekoppelt ist, dass das, was er verstanden hat, auch ändern kann, auch wirksam werden kann, dann ist es keine Bildung, dann ist es nur ein Hirngespinst, was ihm gar nicht nützt. Also dann würde man ja sagen, wenn ich ganz viel verstanden habe und nichts ändern kann, dann mache ich es nicht mehr lange. Da kann ich mich auf die Demenz ja jetzt schon freuen. Also wäre es wichtig, dass wir uns allen gegenseitig helfen, dass wir nicht nur die Verstehbarkeit verbessern, sondern dass wir auch die Gestaltbarkeit verbessern. Und das ist doch klar, dass das in der Region besser geht als irgendwo auf der Welt. Deshalb ist diese Erfahrung, dass man etwas versteht und dass man das auch umsetzen kann, wenn das in der Region erfolgt mit den anderen Menschen, ist die Chance, dass man das auch umsetzen kann, natürlich viel, viel größer. Und im Kloster ist es noch enger, da geht es noch besser. Und dann kommt das Dritte, also es wäre auch blöd, wenn man was verstanden hat und man kann es gestalten und es käme einem ganz komisch vor. Also wenn das nicht sinnhaft wäre. Also das ist die dritte große, das dritte große salutogenetische Grundprinzip, dass man, wenn man etwas verstanden hat und wenn man es gestalten kann, man auch das Gefühl haben kann, dass das nicht umsonst ist, dass das sinnhaft ist. Und wenn Sie das haben, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn alles drei ist erfüllt, haben Sie ein hohes Kohärenzgefühl. Und das würde heißen, wenn Sie so ein Mensch wären, der in einer Welt lebte, wo er alles versteht, was da passiert, wo er alles gestalten kann, was da verstanden worden ist und wo er auch das Gefühl hat, dass das alles noch sinnhaft ist, dann hätte er ein hohes Kohärenzgefühl. Damit wäre er unglaublich glücklich. Er wäre
jemand, der sich jeden Tag darauf freut, dass der nächste Tag kommt, weil das so schön ist. Er hätte Lust, sich jeden Tag ein Stück weiterzuentwickeln, weil das wird immer besser. Und der hätte auch einen körperlichen Zustand, in dem diese Selbstheilungskräfte sich so entfalten können, wie sie das eben nur dann können, wenn es einem richtig gut geht. Und der hätte dann auch ein Hirn, in dem das, was da wegschrumpelt, mühelos und ohne dass er es merkt, an anderen Bereichen wieder neu aufgebaut wird. So wie es den Nonnen geht. So, und jetzt können wir aber nicht alle ins Kloster gehen. Und deshalb ist das, was ich hier versuche, von der Hoffnung getragen, dass es Ihnen hier in Ihrer wunderbaren, abgeschiedenen Region gelingt, Ihr Leben miteinander so umzugestalten, dass Sie aufhören, sich gegenseitig zu Objekten zu machen. Am besten ist, Sie versprechen das gleich alle gegenseitig jetzt. Nie wieder möchte ich, solange ich hier in dieser wunderbaren Gegend wohne, einen anderen Menschen, der auch in dieser wunderbaren Gegend wohnt, und vielleicht auch all diejenigen, die mal zu Besuch hierher kommen, zu einem Objekt machen. Weder meiner Verkaufsabsichten, noch meiner Wünsche und Ziele, noch meiner Bewertungen, noch meiner Absichten, noch meiner Belohnung und Bestrafung und schon gar nicht meiner Belehrung. Wenn Sie das alle täten, könnte es sein, dass ich also, wenn Sie da Lust drauf hätten und das alle täten, könnte es sein, dass sich da plötzlich etwas entwickelt, was es bisher nirgendwo auf der Welt gibt. Also ich rede jetzt wirklich sehr ernst, weil das wird sehr unwahrscheinlich sein, dass das in den nächsten 10 Jahren eine Region in den USA entwickelt. Und das wird auch sehr unwahrscheinlich sein, dass das in China passiert oder in Indien. Und deshalb vielleicht auch noch mal diese kleine Erinnerung daran, dass man möglicherweise als Kulturkreis sehr durchgeschüttelt werden muss, wo man immer wieder merkt, so geht's nicht und so geht's nicht und so geht's nicht und wo ein Krieg nach dem anderen und ein Konflikt nach dem anderen entsteht und man trotzdem überlebt. Das wären Menschen, die haben eine Idee davon bekommen, wie man miteinander leben kann, ohne sich gegenseitig fertig zu machen. Das ist möglicherweise der Schatz, den wir in diesem Kulturkreis, aus dem wir kommen, für die Welt als Geschenk bereithalten. So, und diesen Schatz kann man aber erst sehen, wenn man ihn auspackt. Und da muss irgendjemand damit anfangen. Und ich habe es jetzt bei den Leuten in Wien versucht, die fanden die Idee ganz nett, aber die sind jetzt mit anderen Dingen gerade beschäftigt. Ich habe es auch gestern in St. Pölten versucht, aber da hatte mich jemand eingeladen, der sich erhofft hatte, dass er dann seine Bildungsprogramme besser vermarkten kann, nachdem er mich auf die Bühne gestellt hat. Und jetzt ist sozusagen der dritte Versuch und es wäre schon stark, wenn es ginge. Meine Damen und Herren, jetzt mache ich mal noch die Ansage an die anderen Räume. Ich habe das erfahren, dass da in 2 Räumen auch noch welche sitzen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich Sie hier begrüßen soll. Also ich finde es toll, dass Sie da woanders auch noch sitzen. Ich höre nichts von Ihnen, aber Sie dürfen sicher sein, ich habe Sie in diese Gedanken mit einbezogen. Wow! Und wir... Und wenn es denn auch in den anderen Räumen angekommen ist und heute 2500 Leute sich für 2 Stunden so hingesetzt haben und versucht haben zu verstehen, wer sie sind und worauf es vielleicht im Leben ankommt. Wenn da nur 2499 dabei wären, die das ab sofort versuchten. Dann würde das auf einmal ganz leicht gehen. Also in diesem Sinne,
Ich freue mich über Sie. Ich finde es toll, was Sie da machen. Sie haben eine einmalige Chance. Vielleicht kann man sogar sagen, haben Sie eine einmalige Verantwortung. Weil im Augenblick eine Tür für eine Entwicklung offen steht, wo wir jetzt auch durchgehen könnten. Die gab es vor 50 Jahren noch nicht, diese Tür. Und jetzt hätten Sie die Möglichkeit, diese Tür hier in Ihrer Region aufzustoßen, rauszugehen und den Leuten zu zeigen, was dann passiert, wenn wirklich Menschen losgehen und ihre Potenziale entfalten, anstatt sich gegenseitig fertig zu machen und anstatt, dass einer ständig sich auf Kosten von anderen irgendeine Bedeutsamkeit zu verschaffen versucht. In diesem Sinne finde ich es toll. Haben Sie vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wenn Sie sich auf den Weg machen, verspreche ich Ihnen, komme ich nochmal. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.